Ja, das Wochenende ist um. Heute ist Montag, der 14. November 2022. Heute Morgen beim Arztcheck mit Blutdruckmessen, mit EKG, mit Tralala. Blutcheck. Die Blutergebnisse kommen morgen und dann wird sich zeigen, wie es weitergeht die nächsten Tage. Ja, eins ist und bleibt Fakt. Es steht aktuell keine Reise in den Süden Europas auf meinem Lebensprogramm. Auch wenn einige meinen, ich hätte schon Plan B oder C oder der Plan A würde bald umgesetzt, läuft nicht. Ich muss mich voll und ganz darauf einrichten, diesen Winter wieder, wie auch schon den halben letzten Winter, in meinem Basislager im hohen Westerwald zu verbringen und hier und da kleine Exkursionen zu starten, damit ich da nicht bekloppt werde oder mich der November Blues auffrisst. Aber hab's wild, macht nichts. Ich freue mich über jeden Tag und wie ich auch immer wieder anmerke, oft genug und bis zum Erbrechen. Ich lebe im Hier und Jetzt und mache Pläne. Pläne und Pläne sind gut. Aber was ich davon wann, wo, wie verwirkliche, das entscheidet das Hier und Heute und das Jetzt. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu einem Futtermittelgeschäft, zum Fressnapf, um dort neues Hundefutter für Ava und Fly zu kaufen. Qualitativ hochwertiges Foto, möglichst getreidefrei, weil ich den Eindruck hatte in letzter Zeit, dass sie sich zu übermäßig oft kratzen und dass das an einem falschen Ernährungskonzept in vielen Futtermitteln darin die Ursache sein kann.
Ja, ich dachte, beim Bauhaus gibt es vielleicht Hundefutter wie oft in anderen Baumärkten, aber das war nichts mit Bauhaus. Und jetzt bin ich wieder beim Fressnapf in Gießen.